Guten Abend. Guten Abend. Also, wir wissen schon, dass du Kevin Winter heißt und dass du mit Luftpistole schießt. Wann hast du denn diesen Sport gestartet, Kevin? Das war im Winter, genau im Februar 2010. Ich war neugierig und wollte etwas Neues probieren. Aber vorher habe ich gar nicht gewusst, dass es Luftpistole gibt. Also, da war ein Trainer, der hat mir der Schießen vorgestellt und mit der Luftpistole ein bisschen nahegebracht. Nach ein paar Schüsse hat er mich zum Training eingeladen und so bin ich im Club beigetreten. Mhm. Seitdem trainiere ich jeden Tag. Und kannst du uns vielleicht ein bisschen über deine bisherigen Erfolge erzählen? Obwohl ich noch im Anfang meiner Karriere bin, habe ich schon einige Erfolge erzielt. Also in zwei Schießsaisonen habe ich 28 Medaillen gewonnen, also von dritten bis ersten Platz natürlich. Mein größtes Erfolg war Sieg im Duellwettkampf Slowenien gegen Kroatien. Mit diesem Ergebnis habe ich mir den Einzug in die Europameisterschaft verdient. Also schon nach einem Jahr Training habe ich Qualifikation für die Europameisterschaft erreicht. Was ist denn dein nächster Wettkampf, Kevin? Am 4. September fliege ich nach Russland, wo ich als einziger Teilnehmer im Luftpistolen-Schießen im Universitätsweltmeisterschaft teilnehme. Das ist sehr interessant. Und wie bereitest du dich denn auf deine Wettkämpfe vor? Ich trainiere jeden Tag, ich jogge jeden zweiten Tag. Dazu bereite ich mich noch mit autogenes Training und mentaler Vorbereitung. Okay, danke für dieses Interview, Kevin. Bitteschön.